So, herzlich willkommen zu einem brandneuen Channel-Thema, sagen wir mal. Und zwar heißt es Talkbox. Da geht es einfach darum, im Hintergrund laufen diverse Gameplays oder was auch immer. Und es wird über verschiedene Themen diskutiert. Und ja, hier ist jetzt mal dann der erste Teil für euch. Und nach meinem kleinen Intro geht's auch schon los. In diesem Sinne, reingehauen, euer Sylit. Bang! So, herzlich willkommen zum ersten Teil des neuen Themas Talkbox mit eurem Sylit Bang. Ja, ich habe diesmal wieder zwei meiner Clan-Kollegen dabei. Ihr dürft euch gerne mal vorstellen. Legen wir los. Wer zuerst? Ist mir egal, dann fang du an, Enzo, komm. Ja, ich bin's wieder, der Enzi, und ich war schon mal einmal dabei, als wir über Gamertypen geredet haben. Vielleicht erinnert sich jemand, der ein bisschen den Channel verfolgt hat. Und ja, ich erhoffe eine gute alkohollöse Diskussionsrunde und öffne mir jetzt gleich mal direkt das nächste Bier. Prost, Leute. Und zu Enzo habe ich noch was zu sagen. Vielleicht wird der uns heute seinen Witzpreis geben, seine Pointe oder was über seine Damenunterwäsche erzählen, wo er immer Preis gibt, dass er sie trägt. Wer weiß, Selbstverständlich. So, zum nächsten jetzt. Du hast mich gerade leicht verstört. Erstmal ein kleines Prost nochmal in die Runde. Yo, cheers. Jawohl. Ja, Prost. Ja, also ich bin Grimmy. Ja, gibt nicht viel zu sagen über mich. Bin jetzt auch einfach mal dabei. Und ansonsten erstmal viel Spaß. Reden kann er nicht, aber es läuft schon. Das kriegen wir hin. So, das ich bin halt kein Politiker. Ja, nein. Besser so, was aussehen wie die Merkel, hätte man dich schon lange ausgeschmissen. So, es geht ja nicht um Aussehen, sonst wärst du ja auch nicht dabei. Das stimmt, und zeige ich mein Gesicht auch nicht. du zeigst ja dein Gesicht, nur irgendwie ist es das von Leslie Nielsen. Warum auch immer. Ja, vielleicht bin ich Leslie Nielsen. So, egal, wir schweifen schon wieder ab. Jungs, das hast du immer noch vergessen zu erzählen, warum du dieses Bild nutzt. Das wäre vielleicht mal so eine Diskussionsrunde für demnächst, die man mal anstimmen könnte. Warum hat er so ein dämliches Bild? Ja, aber von irgendeinem komischen Schauspieler, der er gar nicht selber ist. Du darfst jetzt wieder. Dankeschön, Papi, danke. Also, es geht um das Thema, das mir in einem Kommentar Maestro gepostet hat, und zwar hat er mich gefragt, ob ich mal was rausbringe zum Thema USK, FSK und dem ganzen Zeug. Warum, wieso, weshalb, und ja, und dann dachte man, gut, wir nehmen das Thema. Im Hintergrund läuft jetzt schön ein paar Spielrunden von Enzo in seinem World of Tanks, wo ich sagen muss, er ist ein verdammt guter Spieler. Also wenn ich das Spiel spiele, dann sieht es nicht annähernd so gut aus. Schleimer. Ne, echt jetzt, ohne Scheiße. Also ich meine, du kannst echt gut spielen. Ich habe schon andere Sachen gesehen. Sehr viel. Das spielt mich auf jeden Fall mal an. Dazu jetzt mal gerade noch gesagt, ich bin natürlich verpflichtet, ein wenig Werbung zu machen. Unser Clan, World of Tanks Clan, der sucht natürlich immer Leute. Und falls ihr das Spiel auch spielt, ihr seid herzlich willkommen. Schreibt es in die Kommentare und dann gebe ich es weiter und dann tauschen wir euch die Daten aus. Kein Problem. Kriegen wir alles hin. Wie heißt denn dein Clan, Enzo? BOD, die Brothers of Destruction. Cool. Ich bin nicht für den Namen verantwortlich. Ich bin für den Namen SBN verantwortlich. Skilled by Nature, der finde ich geiler, aber gut. Was soll ich sagen? Ich bin wir sind ja generell überlegen, ob man da nicht irgendwie vielleicht mal eine Fusion oder sowas starten könnte, damit man da geileren Namen bekommt, ne? Ja, kommst in. Ich bin auch in Skilled by Destruction. Oh, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht. Vorher hat er mir noch extra gesagt, ich soll bitte nicht meine ultimativen Knallerröpse hier raushauen in der Diskussionsrunde, ne? Und dann sowas. Ey, du kannst dich irgendwie benehmen, du Penner. Tut mir leid. Hey, jetzt hier noch gar Alter, was erwartest du von dem? Guck dir den nochmal an. Ja, richtig. Ich sehe aus wie Leslie Nielsen, hallo. Ich bin ja auch in einem nicht wirklich. World of Tanks. Die Haare sind vielleicht genauso grau, aber ansonsten.
ja, wenigstens habe ich noch Haare. Ja, ey, egal, ey, jetzt. Oh, immerhin. Gut, jetzt mal langsam mit dem Thema anfangen, oder? Ja, wie? Noch kurz World of Tanks. Ich bin, muss ich sagen, auch in einem Fun-Clan, mehr oder weniger. Und ernsthaft? Der heißt Pros for Hoes. Du bist tatsächlich bei WOT in einem Clan? Ja, das ist von meinem anderen Clan ein Member, der hat, ist da halt auch in einem Clan. Der hat gesagt, hey, komm dazu. Sag ich, ja, warum nicht? Dann habe ich ein Logo. Warum bist du nicht bei uns? Keine Ahnung, spielt's ja eh nie. Aber kann ich auch, da reden wir mal so privat darüber. Ja, gut, bis dann. Wenn ich dann mal in Team komme. In Team? You got it? Ja, der war echt flach. Nein, der war nicht flach, der war irgendwie nicht vorhanden. Ja. Na gut, dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema. USK. Oder auch nicht. Und zwar, die erste Sache, ich habe ja schon ein bisschen vorgegoogelt, muss ich sagen. USK heißt ja Unterhaltung. Nee, warte, was heißt nochmal USK? Was heißt nochmal? Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, meine Güte. Genau. Wollte ich doch gerade sagen, du hast mich nur wieder unterbrochen. Genau, Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Warum Selbstkontrolle? Gute Frage. Haben wir uns natürlich auch gestellt. Also ich habe es noch nicht rausbekommen innerhalb von 30 Sekunden googeln. Da habe ich keinen Bock mehr. Ja, richtig. Verloren. Nee, gute Frage. Also ich habe ein bisschen geguckt. Die USK ist eine Organisation, die Spiele prüft und dann mit Nein, Pädagogen. Ernsthaft? Was ernsthaft? Ja. Und mit Pädagogen und was weiß ich, die Spiele anzockt und dann halt für USK ohne Einschränkung freigibt ab 12, ab 16 oder ab 18. Jetzt ist die Frage, USK heißt in dem Sinne, habe ich schon nachgeguckt, dass die Eltern in dem Sinne von ihnen eine Empfehlung bekommen und dann immer noch selber sagen können, ist das Kind schon reif genug für sowas oder nicht? Also es gibt Leute, die ich kenne mit 30, denen würde ich das Spiel noch nicht zutrauen wollen. Ist leider so. Und ja. Ich bin schon zu besoffen. Spezifizier das mal genauer. Inwiefern würdest du denen das nicht zutrauen, das Spiel dann? Weil die zu dumm sind oder weil die irgendwie auf Gewalt reagieren? Genau, oder? Da gibt es mehrere Aspekte. Einmal, weil ich sage, die Leute sind einfach in der Birne so stumpf, dass sie sowas eigentlich nicht machen sollten, weil das einfach nur geistig Bullshit in denen hervorbringt, was eigentlich nicht kommen sollte. Weißt? Das sind so Leute. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, du spielst ganz normal auf dem Server und dann kommen irgendwelche Typen, keine Ahnung wie alt, aber weit über 18 und verhalten sich wie kleine vorpubertäre Kinder. Was auch welche sind, wo ich sag, die will ich bei COD nicht sehen. Ich habe keinen Bock, gegen 11-jährige Kinder zu spielen. Finde ich einfach nur lustig, dass gerade du dich darüber aufregst. Ja, ich reg mich auch gerne auf, sag ich ehrlich. Aber ganz ehrlich, bin ich einer, wo den ganzen Tag dann Channel zuflamet und von anderen die Mütter beleidigen muss, wenn ich nichts treffe oder so. Klar, ich krieg mal meine Rage-Outs. Macht aber Spaß. Naja, manchmal nervt's auch, wenn du im Spiel bist und wenn die Leute kennst, macht Spaß. Ja, dann ist es ja auch was anderes. Das ist ja dann ein bisschen necken und. Auch wieder aber, wahr, ja. Aber ich gehe nicht zu irgendwelchen Unbekannten und beleidige die gleich mal aufs Derbste. Warum auch immer so, fick deine Mutter, Alter, was campst du nur rum? Klar, ich reg mich auf, wenn sie campen oder scheiße spielen. Ist ja auch verständlich, aber ich flame die dann nicht im Chat in-game direkt zu. Ich behalte meine Meinung auch mal bei mir. Weil ganz ehrlich, man spielt mit seinem Team, mit seinem Clan, mit seiner Community, wie auch immer, unterhaltet sich mit denen nebenher, aber was die anderen Leute machen, ist uns doch in dem Sinne scheißegal und was wir machen, hat die nicht zu interessieren. Wir spielen noch irgendwie, Punkt. Das ist doch im Endeffekt dasselbe Prinzip wie im Straßenverkehr. Du darfst dich für dich selbst ärgern, aber wenn nach außen hin zeigen, ist doch totaler Schwachsinn, hast du doch nichts von. Ja, hast eine Anzeige, wenn du einem der Effe zeigst, ne? Das schöne mittlere. Ja. Ich bin froh, dass du da nicht kommunizieren kannst mit anderen Autofahrern. Ich bin beim Straßenverkehr aber der Meinung, dass die Deutschen viel zu wenig hupen. Ja, weil ganz ehrlich, weiß auch nicht warum, ich hupe immer, wenn ich Leute sehe. Denn sonst merken es diese komischen Geschöpfe nicht, die nicht fahren können. Wie hießen sie doch glatt? Ach, Frauen hießen sie, genau. Boah. Das ist ja gut aus dem Fenster gelehnt. Nein. Wir gehen mal glatt wieder zurück. Sorry. Es gibt auch Frauen, die gut zugucken. Fahren können. Ja, definitiv. Susi Wolf zum Beispiel. Ist ja Formel-1-Fahrerin. Ja, ein Kumpel von mir, seine Freundin. Die macht mich einfach mal eiskalt nass auf der Kartbahn. Ja, und von einem Kumpel von mir, die Freundin davon ist Semi-Pro-Rally-Fahrerin. Mit der möchte ich auch nicht gerne Auto fahren, ja. Hier von Brady, ne? Von Brady, die Mutter, ist auch Stocker-Fahrerin.
Stimmt, das weiß ich noch. Fällt mir mal so ein. Witze drüber. Brati ist, auch ein SBNler. Genau, die Bratwurst mit dem Bratwurst-Bratgerät. So. Ja, genau. Genau. So in etwa. So, kommen wir wieder zum Thema USK zurück. Da sind wir noch gar nicht gelandet, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht. wie gesagt, was unverständlich ist, ja, warum geben die Eltern ein Kind mit 10, 11 Jahren schon solche Spiele? Ich verstehe es nicht. Weil, ganz ehrlich, die Kinder haben in meinen Augen noch nicht die Reife, sowas zu spielen. Weil sie erstens... Das nächste Problem, sind es wirklich die Eltern, die das machen? Ja, genau, da ist so eine Frage. Wo bekommen sie es her, ne? Es gibt oftmals den großen Gerade Bruder. Bei Call of Duty fragt man sich ja oft genug, sag mal, was ist das für ein kleiner Spacken? Ja, ja gut, aber... Ich muss ehrlich zugeben. Ich habe auch Wir fallen Leute... Jetzt geh du erstmal, dann mach ich. Ja, genau. Ich habe zum Beispiel auch Leute im Freundeskreis, weil ich bin ja auch sportlich aktiv. Geben wir schon wieder unser Token weiter hier. Bin ja, genau, der imaginäre Token. Ich bin ja auch sportlich aktiv und habe ich in meiner Mannschaft, da war auch einer mit 17, der hat gefragt, ob ich ihn Battlefield holen kann. Und das ist der Nick und das ist einer, wo ich sage, hey, er hat die geistige Reife, er hat im Kopf schon was. Das merkst du am Verhalten, er ist nicht mehr der Pubertäre, der kleine Scheißer, sondern der ist von deinem Alter echt reifer. Ich sage, hey, du bist 17, du bist bald 18, komm, ich hol dir das Game. Wenn Mami und Papi fragen, ich war es nicht, aber die fragen eh nicht. Dann ist das auch okay, aber wenn 11-jährige Scheißer meinen, von ihrem Bruder das Spiel zu holen zu lassen und dann hier einen auf dicke Hose machen und was weiß ich, das kotzt mir an. Weil vom Kollegen von mir zum Beispiel, Mezzo, der Sohn, der ist auch erst 12, der spielt auch immer wieder Call of Duty, aber er kann damit umgehen, er baut keinen Scheiß. Ja, aber hey, er spielt das Spiel sauber, Papi hockt daneben, guckt dabei zu, er ist auch mit dem Teamspeak, dann nehmen wir auch unsere Wortlaute zurück, nicht beleidigend, sondern ganz normal, weil es ist sein Kind mit anwesend. Aber der Kleine ist reif für sein Alter, definitiv. Ja gut, aber wenn er reif für das Alter ist, dann kannst du auch deinen ganz normalen Teamspeak-Ton anwenden. Ja, der teilweise ein wenig herber ist. Ja, aber wenn... Ja, das muss nicht sein. Wie gesagt, man muss halt immer beachten, dass es sein Kind. Ich hab grad wieder Bock auf Bier. Skoll. Ja, lass knacken. So, aber jetzt, pass auf. Ja. Was ich mich gerade meinte. Und zwar, zwei Punkte fallen mir zu dem Thema spontan ein. Von wegen, kleine Scheiße kriegen solche Spielchen. Ne? Ja. Und zwar, viele Eltern. Viele, viele Eltern machen mittlerweile wirklich gar nicht. Scheiß, ist es denen scheißegal, was die Kinder machen. Hauptsache, die sind beschäftigt. Die müssen sich nicht damit auseinandersetzen, was die Kinder machen. Gibt's leider mittlerweile viel zu viele von. Die sagen, och, das Spiel ist ja ab 18. Du bist 11. Nimm. Ne? Ja. Einfach, damit der dann, damit der ruhig, beschäftigt oder? Ist. Ja. Ja. So, und dann gibt's aber noch so... So, wenn du mit dem zum Beispiel jetzt mal, dann dauert die Diskussionsrunde bis in die späten Nachtstunden. Das hab ich auch Nein, so, ich sag dir nur, es ist schwer. Es ist schwer, weil, es ist ein umfassendes Thema ist einfach. Ja, das ist dann wieder gesellschaftskritisch etc. Ne? Genau, weil wenn es nach mir geht, sollte man RTL abläuft. Auch ab 18 oder 21 machen, weil das Programm nicht einfach nur verdummt im Kopf. Aber es macht ja auch keine Sinn. Bei RTL kommen immer noch Formel-1-Übertragungen, also ja. Und das machen sie gut. Ja. Das ist ja auch okay, aber ich rede vom HFC. Naja, gut, bis auf die Dummschwätzer, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das sind Kommentatoren wie ich. Ja, du bist noch eine Stufe drunter. Du bist ja, nicht professionell. Es ist mir scheißegal, solange ich die Leute. Niki Lauda ist ein bisschen wie ich. Hart, aber herzlich. Ja gut, den finde ich sogar noch okay, aber der redet ja selten. Ja. Oh Mann. Aber wenn er was sagt, dann hat sich das ist, ja, ne? Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Richtig. So, und der zweite Punkt, den ich meinte, gerade mit sowas. Ey, immer diese Abschweifung. Zweiter Punkt, den ich gerade mit sowas meinte, ist zum Beispiel, dann gibt's aber auch, darf man jetzt nicht vergessen, andere Kinder, die halt nicht rumflamen und bla, die das auch spielen. Ich habe zum Beispiel auch mit 14 solche Dinger über meine Eltern gekriegt, weil aber auch meine Eltern genau wissen, kannst damit umgehen. Alles klar, der kann damit auch umgehen. Dann ist es auch voll okay. Der wird dann nicht aggressiv oder sowas. So, ne? Da werde ich bei FIFA mit Kumpels werde ich wesentlich aggressiver, als wenn ich Call of Duty spiele. Ich muss auch ehrlich sagen. Und FIFA macht doch aggressiv, ey. Ja, das ist ja, das ist noch schlimmer als Mario Kart. Ja, das ist wie Worms und alles, da hören einfach Freundschaften irgendwann auf bei solchen Spielen. Ja, genau. Das ist tatsächlich so. Ja. Ich habe gerade noch was gegoogelt und zwar die Definition von USK. Bin ich auf was ganz Lustiges gestoßen und zwar, pass auf, USK-Webdefinitionen.
Der River USK ist ein 112 Kilometer. Der River, Fluss, River, Englisch, River. Der River USK ist ein 112 Kilometer langer Fluss in der englischen Grafschaft Monmouthshire in Wales. Er entspringt in der mittelwalisischen Grafschaft Brecknockshire und nimmt auf die Hundu zu. Bis zur Flussbrücke in Newbridge. Wenn ich jetzt gerade mal kurz... Ihr habt eure Antwort. Die USK ist einfach nur ein Fluss. Was wenn ich jetzt gerade mal einmal zwischendurch was sagen darf. Nein. Wer ermahnt uns eigentlich immer wieder, dass wir beim Thema bleiben sollen? Ja, das hab ich doch. Ich hab USK gegoogelt. Ja. Google ja. Du halt mal. Viel Spaß dabei. Kommt ja kein nichts Vernünftiges bei raus. USK ist ein Fluss. Ja, gut. Gibt auch die Urban Dictionary. Ja, geil. Geil. Ja, aber wie gesagt, was ich einfach nicht verstehe, also was ich ganz ehrlich cool finde. Mal finden ganz würde. Zwischendurch mal wieder eine Abschweifung. Ja. Ja, es laufen immer noch deine Let's Plays im Hintergrund. Nein, wie gesagt, sagst dann du deutlich, wie gesagt. Also, ich meine, dann, wie gesagt, ey, solltest du echt mal ein bisschen eindämmen. Du sagst alle 20 wie gesagt, Sekunden, sage ich halt gesagt. Wie gesagt, weil es wie gesagt ist. Ja, ernsthaft, Mann, dämm das mal ein. Schwätzen wir nichts Jungs, jetzt. Leute, wir haben mehr Abschweifung als das Hauptthema. Das ist ja, doch totaler Scheiß, was hier gerade passiert. Ich bin gar nicht bei dem Thema angelangt, ich weiß, okay. Dann doch, gehen wir jetzt mal hin. Ja, wie soll ich sagen? Ich hab so das Gefühl, ich muss gleich noch ein paar neue Replays hinterher schieben, so lange wie das dauert. Keine Sorge, das passt. Also die USK ist halt, von einem Unternehmen festgelegt, die Spiele prüfen und sagen, es ist für die und die Altersklasse geeignet. Was aber leider heutzutage in der Welt wenige Eltern interessiert, sondern die es einfach holen, dass das Kind beschäftigt gibt, wie Enzo schon gesagt hat, und Ruhe geben. Hast du gesagt? Das finde ich echt schade. Nein, das hast du gesagt. Wie auch immer. Wir haben es gesagt. Egal, es ist halt rausgekommen. Und ja, also meiner Meinung nach sollte man echt, wie wenn du jetzt zum Beispiel bei Amazon was bestellt ab 18, musst du deinen Ausweis hinterlegen. Deinen eigenen. Und sowas sollte man eigentlich mal bei Steam einführen. Beziehungsweise bei den ganzen anderen Programmen, dass du echt erst mit deinem 18. Lebensjahr auch erst diese Spiele spielen kannst. Du kannst doch nicht ernsthaft verlangen, dass bei jeder Registrierung das Alter abgefragt wird. Willst du jetzt dann wird. Sagen, dass du es kaufen kannst, aber nicht spielen, weil du keine 18 bist? Ey Mann, das ist ein ganz neues Geschäftsmodell. Nö, ganz ehrlich, das ist cool, dass Die Kohle ist weg, aber zocken darfst du es nicht, weil du keine 18 bist. Erstmal nachinformieren, auch ja. Die Warnhinweise wegmachen und was, sondern einfach... Ja, dann lernen sie es aber. Dann lernen sie es einfach. Weil du kannst ja bei Amazon auch nicht ein Spiel ab 18 bestellen, wenn du nicht 18 bist. Und so ist es einfach, jetzt kamen Leute schon auf die Idee, ja gut, dann nimmt er halt von seinem Bruder der Ausweis und nimmt dem seine ID. Tja, wenn der Bruder selber zockt, hat er Pech gehabt, weil einmal eingelöst ist einmal eingelöst, Punkt. Weil, ganz ehrlich, es kotzt mich an, wenn so minder bemittelte Kiddies, wo meinen sie sind Gott was ich, anfangen man müssen, meine Mutter und mich zu beleidigen. Man könnte auch einfach staatlich den Steam-Account identifizieren. Ja, oder so. Das wäre, glaube ich, wesentlich einfacher. Jeder Mensch in Deutschland darf nur einen Steam-Account besitzen, der ihm während der nach der Geburt dann mit zugewiesen einem, wird. Ja, genau. Mit vom Staat ausgewählte Nutzernamen. Und wie ich wicke deine Mutter 98. Staatlich zertifiziert. Meine Güte noch. Staatlich zertifiziert, also Nutzername. Richtig. Sponsored by NSA. Genau. Ja. Dann kommen auch solche bekloppten Namen wie Silly Bang, Grimmy oder Enzi nicht mehr zusammen. Ja, genau. Dann heißen alle. Was heißt die bekloppte Name? Dann heißen alle Unknown Soldier 1 bis 1 Milliarde. Oder Grimmy Gare, genau, so heißt er ja. Ja, in manchen Spielen, weil mein eigentlicher Name vergeben ist. Aber mir kann doch niemand sagen, dass mein Name unsinnig ist. Ja, ich habe nützlich meinen Nachnamen ist dran gehabt. Enzinator. Ja, Enzinator. Ich heiße einfach Silly Bang, weil Silly Bang ist Silly Bang und Silly Bang ist Bang. So. Silly Bang ist vor allem Kitchen Gun. Ja, genau, Kitchen Gun. Everything is clean. Silly Bang! So. Jetzt hat mein Mikro wieder übersteuert, gell? Das ging interessanterweise noch. Ja, das hat mich jetzt gerade auch gewundert. Ja, geil, gesagt. Ne? Ja, yeah, also, was war jetzt das ist die Frage. Das kommt irgendwann in den Outtakes, was wir eben für einen Blödsinn noch hatten, ja.
Ja, wir haben von dieser Aufnahme eh genug Outtakes, wo wir noch aufheben müssen. So, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir mal auf einen Schlusspunkt. Ein wir Fazit haben doch noch nicht mal angefangen, oder? Doch, haben wir, leider. Weil wir sind schon wieder viel zu lange am Schwafeln und die Leute wollen nicht eine stundenlange Aufnahme sehen, denke ich mal. Nee, was jetzt sagen wir mal ein Fazit. Jetzt lässt jeder mal seine Meinung raus, was er findet, was an der USK gut ist, was schlecht ist und was er in seinen Augen besser machen würde. Und jetzt muss ich auch noch überlegen. Oh Mann, jetzt darf ich auch noch anfangen. Oder willst du anfangen, Grimm? Ja, mir komm, dann kann ich ja schon mal anfangen. Dann fängt Grimm jetzt USK, an Fazit an. USK ist ja nettes Ding, so als Überlegung. Das Problem ist einfach, dass es zu viele Möglichkeiten gibt, es zu umgehen. Ist quasi wie mit dem deutschen Rechtssystem. Ja, wenn man stimmt. will, kann man es locker umgehen und kein Schwein muss sich dran halten. Also man sollte vielleicht mal überlegen, ob man da nicht irgendwas anders macht. Aber gut, es gibt eigentlich andere Probleme, die in diesem Land zuerst geregelt werden sollten. Von daher habe ich damit jetzt nicht das größte Problem. So, Enzo, was sagst du? Ja, ich schließe mich dem an und halte die Fresse. Nein. Meiner Meinung nach finde ich es sehr komisch, dass auch über die Zeit sich irgendwie die Art der Einstufung sehr geändert hat. Also so teilweise Spiele, die heute ab 12 sind, die hättest du zu damaliger Zeit, was weiß ich, vor 10 Jahren oder was, wären die definitiv ab 16 oder ab 18 gewesen. Also das ist immer, da ist meiner Meinung nach immer noch sehr viel Willkür mit drin in diesen Einstufungen, die die bringen. Und teilweise macht es halt einfach keinerlei Sinn, wirklich, dass die eben bestimmte Software ab 16 oder 18 einstufen, die meiner Meinung nach weder irgendwelche Art von Härte oder sonst was hat. Das heißt, du findest manche Sachen einfach nicht gerechtfertigt. Nee, ich finde manche Sachen einfach nicht gerechtfertigt bewertet. Definitiv nicht. Okay. Das nächste, wo wir eben drüber geredet haben, dass sehr viele Kiddies irgendwas spielen, ne? Ist halt einfach das Problem. Dieses Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, das ist halt auf Gewalt und Erotik bezogen. Ah, und Aussprache. Und der Content ist auch eine Sache. Ja, Aussprache ist ja im Prinzip auch Gewalt. Ja, und Erotik. Vulgäre Aussprache, genau. Ja, genau. Das ist eben das Problem. Dadurch wird man eben diese Kiddies in speziellen Spielen nicht los. Hier zum Beispiel World of Tanks ist ab 12. Warum auch immer. Ja gut, es macht Sinn, dass es ab 12 ist. Ich meine, du fährst mit irgendwelchen blöden Panzern durch die Gegend und da siehst auch keine Menschen. Ja, genau. Wobei, kleine Anekdote noch. Witzigerweise habe ich schon mal einen Trailer gesehen, wo ein Panzer mit den Ketten über den Kopf eines Kindes fährt. Also das ist definitiv nicht ab 12. Aber nein. Anderes Thema. Alter Schwede. Und was eben das Problem ist, dass wenn das Spiel ab 12 wirklich auch gespielt wird, dass man sehr, sehr viele Vollidioten halt einfach hat. Man merkt es immer, wenn irgendwie Schule aus ist, dann ist sofort übelster Auflauf an Volltrotteln auf den Servern, die einfach keine Ahnung davon haben, wie man dieses Spiel spielt. Die einfach mit ihrem Scout-Panzer da durch die Gegend fahren und meinen, sie könnten alles platt schießen, obwohl das Gefährt halt einfach für komplett andere Tätigkeiten gedacht ist. Ne? Und ja, das ist einfach so dieses Verhalten von irgendwelchen Blagen. Das nervt einen sehr häufig in diesem Spiel. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Auch wenn Call of Duty ist nicht ab 12, aber es spielen halt trotzdem irgendwelche Blagen, ne? Und gerade da hat man eben so dieses häufige Kopfschütteln, einfach was die für einen Blödsinn schreiben und einfach alles beleidigen müssen und hier und da und deine Mutter ist scheiße etc.,
dein übrigens auch, Palim, um das nochmal anzureißen kurz. Ja, danke schön. Ja, ich weiß. Meine Mutter hat dir sehr viel angetan. Du hast meine Mutter sehr viel angetan. Sie ist dir auch sehr dankbar dafür. Ja, ich weiß. Gestern Nacht war aber ja, nicht so geil. Also da. Okay. Okay. Also, aber Palims Mutter hat einen Vorteil. Sie hat meinen Darmunterwäsche nämlich schon gesehen. Ihr noch nicht. Gut. So, jetzt mache ich mal mein Fazit, sonst kommen wir ja nie zum Schluss. Ja, ja, ja. Und ja, mein Fazit ist, die USK ist echt, wie gesagt, schön und gut. Nur, ja, bei manchen Sachen ist es echt nicht gerechtfertigt. Warum ab dem Alter und warum ab denen? Aber darüber lässt sich streiten, das haben wir leider nicht zu entscheiden. Ich finde so bei Spielen wie COD und so echt gerechtfertigt, dass ab 18 ist, weil einfach... Du hast in dem Spiel einen virtuellen Umgang an der Waffe. Du tötest Menschen und Leute müssen erstmal mental auf dem Alter sein und wissen, dass sie noch unterscheiden können, hey, das ist ein Spiel und keine Realität. Ich selber habe ihren Umgang an der Waffe gelernt. Ich war dienender Soldat, ich bin Schütze im Schützenverein gewesen, ich habe Liegen geschossen und was weiß ich. Und ich für mich selber habe gelernt, was kann eine Waffe tun. Und wenn du an der Waffe dienst, dann lernst du auch den Umgang damit und lernst du, was kann so eine scheiß Waffe überhaupt anrichten. Das ist kein Spielzeug, wie viele denken. Und meiner Meinung nach fehlt dieses Wissen einfach den Kindern, dass sie wissen, hey, was ist überhaupt Krieg, was geht da ab? Weil die kriegen von sowas noch nicht viel mit, was auch gut ist in dem Alter. Und drum finde ich es gerechtfertigt, es ist ab 18, weil ein Mensch sollte eine gewisse Reife haben, um sowas zu spielen. Dazu sollte man vielleicht noch sagen, dass gerade solche Spiele wie Call of Duty sehr kriegsverherrlichend sind in dem Sinne. Definitiv, ja. Weil einfach das Ganze ohne Konsequenzen stattfindet und man ist quasi ein Einzelsoldat in Super-Action und ist der Held schlechthin. Genau. Das sollte man vielleicht mal nicht außer Acht lassen. Genau, weil Krieg ist ganz ehrlich, ich habe die Scheiße selber miterlebt in meiner Vergangenheit. Krieg ist nichts, wo man drüber lachen kann. Die größten Pazifisten sind doch die Soldaten selbst. Nicht ja, unbedingt. Palim, so würde ich es nicht sagen. Kannst ja, eigentlich nicht drüber lachen. Du musst es manchmal, damit du es verkraftest. Gerade genau, so ein Thema wie Krieg. Genau, weil Krieg, ganz ehrlich, wer selber miterlebt hat, ich kenne viele Kollegen und ich habe auch viele Kollegen auf dem Schlachtfeld sterben sehen und es ist nicht lustig. Und darum verstehe ich es manchmal auch nicht, wenn Leute sagen, hör Krieg, hör, toll, ole, ole. Und ich denke mir, hey, wenn ihr Penner Bescheid wüsstet, was das für seelisches und körperliches Leiden da unten ist. Und wenn die Leute ganz anders drüber denken, aber... Ich hätte keine Probleme, in der Waffenindustrie zu arbeiten, aber du würdest nicht gern Leute gehen, damit. Definitiv genau. Nicht. Nein. Genau. Aber wie gesagt, dann haben wir das Fazit. Also meine Meinung wäre, man sollte echt machen, dass man irgendwie das in dem Sinne verschärfen kann, dass die Kiddies nicht mehr so leicht an die Spiele kommen durch ihren großen Bruder oder so. Aber auch problematisch umzusetzen, ne? Richtig. Aber das ist so mein Fazit und würde ich sagen, das war's für heute. Interessantes Thema. Wir können uns gerne irgendwann anders nochmal mehr drüber vertiefen. Und ja, in diesem Sinne, ich verabschiede mich von euch zwei. Grimmy, Enzo, danke, dass ihr dabei wart. Selbstverständlich. Immer doch. Und ich verabschiede mich auch von den Zuschauern. Genau, wenn sie bis jetzt noch zugehört haben. Zuschauern, Hörern, wie auch immer. Wie auch immer. Wenn sie so lange da geblieben sind, würde ich sagen, hat euch dieses Video-Commentary gefallen? Schreibt doch unten in die Kommentare rein, was ihr gerne für ein Thema mal hören möchtet, was euch befasst, betrübt, was euch schlaflose Nächte bereitet. Meiner Meinung nach ist auch ein bisschen jetzt so einige Parts der Diskussion sind vielleicht ein bisschen kurz gekommen, falls ihr dazu irgendwie was zu schreiben habt oder noch anzumerken. Haut's in die Kommentare, habt. Genau. Ja. Einfach in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es scheiße war, lasst halt ein Dislike da. Kritik braucht man immer, aber wenn ein Dislike da lässt, schreibt doch bitte in die Kommentare, warum. Ist immer gut zu wissen, was man besser machen kann, was scheiße war oder was gut war. Könnt den Channel auch gerne abonnieren und in diesem Sinne würde ich sagen, reingehauen, euer Salut. Wie gesagt, ich will ganz am Ende noch mal einmal darauf zu kommen, dass ich hier ein bisschen Werbung machen wollte für den Clan BOD. Ich und wusste ja, es. Kommt doch dabei, schreibt dabei. Sagt, genau. sagt euch, wie euch die Runden gefallen haben. Meine, der Beste bin ich vielleicht nicht, aber kann schon ein paar witzige Sachen da machen. Ne? Und gerade nebenbei habe ich auch noch ein bisschen was gespielt. Ich habe ein neues, was eventuell auch noch irgendwann kommt, sofern der Silith dafür noch Platz hat, wo ich mit einem leichten Panzer auf einen anderen Panzer aufs Dach springe und ihn damit kaputt mache. Sehr, sehr witzige Szene, eben passiert.
Wie gesagt, ich musste da schon aufpassen, dass ich nicht hier hart reinlache. Also freut euch schon mal drauf. In diesem Sinne, euer NC. Genau. Warte. Ihr könnt auch Highlight. Ja, jetzt ist der andere auch nochmal. Ihr könnt auch gern, wenn ihr wollt, mir eine Nachricht schreiben und ihr könnt mir auch gern Gameplays zukommen lassen. Spiele, scheißegal, wenn es cooles Gameplay ist. Schickt's rein, ich werde es nehmen, werde was dazu sagen. Schreibt den Anhang dazu, welchen Clan ihr spielt und so. Werde ich gerne ein bisschen supporten. Kein Problem, macht das einfach. Ich übergebe das Wort jetzt nochmal an Grimmy. Sollte noch kurz dazu sagen, dass es eventuell etwas dauern kann, weil du eben versuchst, ein bisschen Abwechslung reinzubringen und demzufolge auch ein bisschen ordnest mit den Videos, die du rausbringst. Ne? Genau, weil immer das Gleiche ist ja auch langweilig. Ja. So, jetzt Grimmy noch und dann mache ich endlich mein Schlusswort. Heißt das etwa, wir wurden die ganze Zeit aufgenommen? Natürlich. Oh, no. Und alle fallen drauf rein. Finde ich gut. Ja, ist klar. Das war nicht glaubwürdig, Grimmy. Oh. Aber egal, mit dem Schlusswort unterbrechen wir ihn gleich noch 300 Mal. Das dauert bestimmt noch. Ja, ihr seid auch Kackvögel, ey. Los, mach ihn. Grimmy. Grimmy, hopp. Yeah. Wir haben noch keine Zeit. Ach, das war's für dich, okay. Gut. Ja, dann. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, blablabla, pipapo, Abonnent und so weiter. In diesem Sinne, reingehauen, euer Solid Bang.